Und das ist ein ganz interessanter Punkt übrigens, der zwar jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber es gibt unter den praktizierenden Menschen diese Vorstellung, und insbesondere unter denen, die, ich sag mal jetzt so, das Praktizieren auch ernst nehmen, tamam. Es gibt unter ihnen die Vorstellung, dass immer die härtere Meinung die ist, die zu bevorzugen ist. Und das Witzige ist, wenn wir beispielsweise verschiedene Meinungen haben, die eine ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen strenger als die andere, aber sie befindet sich im Rahmen der Ijtihad-Auffassungen. Sie befindet sich im Rahmen der Auffassungen, die auf den Ijtihad basieren und beispielsweise von den verschiedenen Rechtsschulen vertreten werden. Und jemand hat eine andere Auffassung, weil seine Schuyuch, mathalan, eine andere Auffassung haben darin, und zwar die, ich sag's mal so, die härtere. Und sobald jemand eine dieser berechtigten Auffassungen vertritt, oder übernimmt, sagen wir es mal so, wird er kritisiert dafür, dass er sich das Leichtere auswählt. Als ob der Maßstab für die Richtigkeit einer Auffassung der schwere Grad der Auffassung ist. Was man eigentlich im Kerne gesehen sogar umdrehen kann, man könnte sagen, eigentlich, wenn man einen Maßstab setzt, dann sollte es genau andersrum sein. Versteht ihr? Weil die Texte, die davon handeln und sprechen, dass der يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, Allah möchte für euch Erleichterung, nicht Erschwernis. الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. Es gibt viele Texte dieser Art. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إني بعثت بالحنيفية السمحة. Also könnte man eigentlich das Ganze umdrehen und sagen, ja, die grundsätzlich ist das Leichtere zu präferieren. Wobei das auch kein Maßstab ist für Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit. Aber ich meine einfach nur, wenn man vom Konzept her geht. Also nicht immer, weil jemand, ja, wenn jemand eine Auffassung nehmen würde, sagen wir mal, die unberechtigt ist, die überhaupt keine Berechtigung hat und sie ist leichter, dann könnte man sagen, ja, gut, die Person hier, die hat es darauf abgesehen, einfach nur es sich leicht zu machen. Aber wenn es innerhalb des Ijtihad ist und Meinungen sind, die vertreten worden sind von den A'imma, vielleicht sogar von der Mehrheit der A'imma, dass man dann auf jemanden rumhackt, weil er die leichtere Version sozusagen dieses Sachverhaltes nimmt, das ist absurd. Das ist absurd. Warum machst du das? Was für einen Zweck hat das? Oder was sind denn die Maßstäbe dafür? Nur weil du es anders siehst und deine Schüler sehen das anders, gehst du davon aus, dass jeder, der die lindere Form dieser Mas'ala nimmt, nach Erleichterungen sucht? Das ist absurd, yani. Das ist nicht nachvollziehbar, auf was das basiert, yani.